Es war ja mehr oder weniger, es war ja schon vollzogen, dass Deutschland jetzt wieder vereint war. Aber die Regularien im Weltschachverbund waren eben so, dass bis das nicht ganz, ganz offiziell war und dann eine neue Regierung war, dass also wir noch als deutsche Mannschaft, als die alte bundesdeutsche Mannschaft und als die Mannschaft der DDR an dieser Olympiade teilnehmen durften. Ist einmalig, man versteht es eigentlich nicht mehr. Man kann es auch gar nicht jetzt mit Worten kommentieren. Das war also gerade in Griechenland war das, ja. Und das war natürlich, nein, in Novi Sad, pardon, das war das, Novi Sad, ja, schon. Jugoslawien muss ich noch hinzufügen, ist ein außerordentliches, schachfreundliches Land, was sehr, sehr viele Schachveranstaltungen durchgeführt hat. Und natürlich konnten wir jetzt unbegrenzt mit unseren Freunden, ob das war damals Herr Unziger, Herr Dager, Herr Lothar Schmidt, der ja eigentlich in Dresden, er war ja der von Karl May, der Besitzer des Verlages, ne, er war auch Großmeister, ja, dass wir uns dann ungehemmt, also sagen wir jetzt, unterhalten durften, während wir erst mehr oder weniger doch angewiesen waren, also das nicht, Gespräche, wenn es geht, nicht also zu vermeiden. Ne? Das war auch natürlich, wir haben das nicht gemacht, weil wir waren Freunde, wir kannten uns ja, wenn wir 5 Stunden am Schachbrett sitzen und wir treffen uns, wir können ja nicht dann irgendwie, ist ein Quatsch gewesen. Ne? Aber so war es leider Gottes. Und das war natürlich auch ein erhebender Augenblick, genauso wie wieder die Vereinigung, sag mal, der Schachverband der Bundesrepublik mit dem Schachverband der DDR, dass das auch ein, also wir waren mit einer der Ersten, die also, weil wir kannten uns ja alle, ne? Denn ich meine, Sie können sich ja vorstellen, wenn man 60, 70 Jahre sich kennt in der Welt, ne, dann gibt es keine Tabus.